Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sparta in Rome Total War 2. Gut, wir sind ein bisschen weitergekommen. Also wir haben uns ein bisschen ausgebreitet. Wir haben jetzt Makedonia. Hellas, ja, werde ich irgendwann auch holen. Hier ist es super interessant, weil eine Fullstack-Armee gegen eine halbe in Delminium. So. Ist schon spannend. Ich glaube, dass wenn die nicht aushungern, ja, zwei Runden Kapitulation, die müssten die aushungern. Weil erobern können sie das, glaube ich, nicht. Gut, hier ist Athen, das nervt ein bisschen, aber das ist in Ordnung. Dann hier bekommst du... Ach, du bekommst einen, das ist natürlich super. So, gut, dann Runde beenden und dann mal schauen, was wir dann machen. Also hier die Abtrünnigen werden wir natürlich... Aha. Die Abtrünnigen werden wir dann natürlich töten. Bütchen, Hafenstadt für Untertanen erlangt allgemein Bekanntheit. So. 17. Wie lange hält die aus? Eine Runde? Willst du mich verarschen? Wieso nur eine Runde? Hä? Das ist ein bisschen wenig, oder? In den Kampf! Nur eine Runde überleben die. Ich erwarte eure Besiedlung wird belagert. Haben die ja kein Futter oder was? Oh, der hat es wirklich geschafft. Der hat den wirklich eingenommen. Okay. Interesting. Gut, das wird ein Commander. Geheimaktion braucht er jetzt nicht. Forschungsrate mache ich mal, weil Forschung ist am Anfang immer super wichtig. So, dann das Meer ist schon seit einiger Zeit sehr ruhig. Wenn wir Handel betreiben und unsere Feinde mit Kriegsschiffen bezwingen wollen, müssen wir Poseidon einen Opfer bringen, um seine Gunst wieder zu erlangen. Ein Kindopfer, ne. Ein Bullenopfer. Machen wir mal einen Bullen. So. Pella. Der kommt da nicht hin. Was hat er denn da? Ja, Bürgerwehr, das ist halt sowas von lächerlich. Was ist da drin? Ich erwarte eure Befehle. Für Tod und ja. Ehre! Das können wir schaffen. Sollen wir das spielen? Ja, komm, das spielen wir. Das spielen wir. Also wichtig ist bei so einer Belagerung, die man... also wenn man das jetzt so macht wie ich, also ich musste ja jetzt ausschreiten gegen ihn. Weil nämlich, sonst, habt ihr ja gesehen, sonst hätten meine Einheiten kapituliert und das wollen wir ja nicht. So. Ja, wunderbar. Wir warten jetzt auf unsere Verstärkung, weil das ist nämlich die Garnisonsarmee hier. Die kommen natürlich auch mit zur Party. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. So. Wunderbar. Ist natürlich auch heftig, dass das spartanische Städte keine Worte, ne? Das ist echt schlimm. Dass die keine kein Mob-Hub haben. Mob.
Also Mob ist ja quasi einfach nur kurz gesagt bewaffnete also gerade ist es echt schlimm. Bewaffnete Bürger. Und das ist natürlich praktisch bei Sparta. Die Bürger sind Spartaner, also Vor- und Nachteile hat es natürlich. Schnell wanken. Bürgerwehr. Die haben nur Bürgerwehr, das ist natürlich ziemlich easy dann für mich. Unser General wird angegriffen. Bereit! Kampfbereit! Und willig! Willst du mich verarschen? Da macht man den General ziemlich fertig hier. Dann macht ihr mal die fertig. Und ich kann es mir nicht leisten, weiter zu warten. Weil der durchgekommen ist, ne? So, jetzt werden die feuerfrei hier drauf. So, schön. So, das ist natürlich jetzt nicht so gut. Und diesmal zu denen. Geht mal hier an den Rücken von denen. So, ihr geht jetzt mal auf Fernkämpferjagd. Jetzt mach mal. Hier tun wir mal eine Salve rein. Ja, komm. Nicht nur zwei sollen angreifen hier. Natürlich sehr ärgerlich für meinen General, aber die haben eine gute Rüstung. So. Hier entlang jetzt. Okay, der schießt auf mich, das ist wurscht. Dann gehen wir mal kurz hier hin.
Männer wanken. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Mhm. Mach den mal fertig hier. Was ist los da? Es ist halt, daran sieht man, was eine Armee, was die Schwäche von der Armee dann ist, wenn sie keine Fernkämpfer oder Kavallerie hat. Und das war eben auch die Schwäche der Spartaner wirklich. Dass sie. Sie hatten gute. Sie hatten gute Hopliten, aber ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das war's dann auch. Fortfahren, ich brauche den General. Der feindliche General ist tot. Dankeschön. So. Ja, war ganz in Ordnung. Also hätte besser gehen können, aber der hat das auch nicht schlecht gemacht, dass er die Fernkämpfer zuerst eingesetzt hat. Das war ziemlich gut. So, lassen wir mal frei, wir brauchen das Geld. So, dann bauen wir das mal kurz aus. Machen wir Militär rein. Noch ein Forum. Polonia, da drüben. Ja, wir machen ein Forum rein. Weil das wird schon reichen. Unterhaltung gibt es mehr Money. 6 Nahrung. So. Jetzt hat er Bürgerkavallerie. ja, nehmen wir mal einen mit. Fürs nächste Mal. Wann er denn so dämlich ist und das macht. Geheim Aktionen, Hinterhalt, das braucht er nicht. Zum Sieg! Die Siedlung wird belagert! Ja, dann kämpfen wir aber hier mal, ne? Dann machen wir das mal. Hier müssen wir schauen, dass wir die ganzen Hopliten auf die Mauer bekommen. Und die Pikiniere dann eben am Schluss oder eben abseits, also die Hopliten, die Pikiniere dürfen nicht auf der Mauer kämpfen. Das ist Todesurteil für sie. So, wo greifen wir am besten an? Also die KI greift immer von hier an, was auch nicht schlecht ist, ehrlich gesagt. Hier drüben gibt's noch was. Von da schießt dann der Turm. Das ist hier auch nicht schlecht. Vor allem hier gibt es weit und breit nichts Wirkliches. Gut, dann würde ich sagen, die da tut er die Leiter mal weg hier. Ich tu mal die ganzen
Pikiniere hier hin. Oder nee, tue ich nicht. Ich hole sie gleich wieder zurück. Weil, wenn man die ganzen Piken dann... Wenn man dann zu viele Einheiten in einer Stellung hat, checkt es die KI auch und handelt dementsprechend. Aber ich will den Turm einnehmen. Aber muss ich eigentlich nicht. Ich gehe mal hier hin. So. Die da werden tatkräftig ballern. Und los geht's. Also einmal hier bitte, einmal da bitte, einmal da bitte, einmal hier bitte, einmal da bitte, einmal damit. Da. Einmal da. Einmal da. Einmal da. Einmal da. Und ihr stellt euch so auf. Griechische Balliste. Zum Glück checkt der KI nicht die Artillerie hier umzuswitchen. Das ist sehr praktisch für mich. Also sonst hätte er hier und hier noch was hinstellen können. Und da, also hier viermal was hinstellen können. Und jetzt hat er hier nur einen Skorpion. Also die sind auch sehr tödlich. Die durchschlagen halt die Männer und reißen so eine Schneise noch rein. Also wenn sie treffen. So. Wieso die NT hier auf den Turm schießen, weiß ich auch nicht. Gut, dass die Türme jetzt auf die schießen. Unser General wird angegriffen. Weil das ist mehr oder weniger egal. So, unser General hat da schon was verloren, oh ja. Gruppe motivieren. Das dauert ja jetzt halt gut 2 Minuten oder länger 4 Minuten. Aber ja, das war's mir wert. Und jetzt backt er hier raus, ne? Er backt. Wir töten sie alle. Oder macht er einen echten Ausfall? Sieht so aus irgendwie. Also, mir wär's recht. Die Krieger fallen los! Was macht der denn da? Hä? Na komm, Kavallerie! Spartaner! Greift ihre Positionen an! Was macht der da? So, jetzt müssen die eigentlich schon aufhören, weil sonst treffe ich meine eigenen Leute. Bürgerkavallerie, zu Befehl, verstanden? Heroik! Ja, sieht ganz gut aus. Okay, jetzt müssen wir eigentlich aufhören zu schießen. Bürgerkavallerie! Müssen wir jetzt auch sehr schnell weg. Speerinfanterie bereit! Wacht!
Luger Kavallerie! Ja, ich geh mal ein bisschen außer Reichweite. Wie kommen wir denn hier runter? Pikeninfanterie, das ist natürlich schön. Ah, warte. Wie kommen wir hier hin? Wir erwarten eure Befehle! Abblicken! An die Waffen! Okay, hier lang, hier lang. Da lang. Die müssen wir hier jetzt die unterstützen. Okay, hier sieht es ganz gut aus. General. Ui, der ist ziemlich am Arsch. Der geht jetzt mal am besten ganz weit weg. Sich zu unseren Gunsten. Natürlich. Ist doch natürlich klar hier. Die sind auch heftig, ne? Die stehen. Greift ihre Positionen an! Durchbrecht die Linien! Eure Befehle! Die stehen die ganze Zeit hier umzingelt von Feinden hier. Und die machen die einfach fertig. Bereit. Zu Befehl. Kommandant! Das Stück! Ja, Kommandant! So. General! Komplett bereit zum Einsatz! Komplett bereit! Wir Kämpfer bereit! Ich erwarte eure Befehle. Ah, jetzt wird hier gepusht. Irgendwie checken die das nicht.
durch die Linien! Defensivposition! Wir erwarten eure Befehle! Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle! Ich erwarte eure Los! Befehle. Meine Güte! Was sind das halt für dumme Leute? Speerinfanterie bereit! Eure Befehle! Magdane! Bereit zum Einsatz! Ihr habt die eigentlich nicht wieder zurückgeschickt, aber okay. Speere bereit! Macht nur. Ja, läuft, ne? Speere bereit! Marta! Bereit zum Einsatz! Hopfliten! Bartana! So. Jetzt fangen sie alle an zu machen. Das ist ja schön. Das war alles ein bisschen verbuggt hier, aber okay. Wir haben die Tore eingenommen. Ja, hier ist noch einer. Und der General fehlt noch, okay. Der General, genau. Wahrscheinlich jetzt auch hier. Dum 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 dum. Ah, die Pferde können wir jetzt auch reintun. Die Pferde können sogar ein bisschen scouten. Ah, muss eigentlich nicht. Der ist eigentlich meistens beim Hauptplatz. Nochmal hier motivieren. Wir gehen jetzt zum General und machen den platt. So. Ah, hier ist er. Knapper Sieg hätte ich jetzt nicht so behauptet. Ich meine, knapp war es nicht. Also wir hätten durchaus die drei verlieren können. Aber nee, knapp war es nicht. Unser General war noch vollständig da. Und die beiden, die waren auch vollständig da. Nee, knapp war, das war alles andere als knapp. So, Imperium. Wir sind aufgestiegen, das ist natürlich super. Das da werden wir gleich abreißen, dass da... Ja, vielleicht. Okay. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und nächstes Mal werden wir... keine Ahnung, also die auf jeden Fall mal zur Strecke bringen. Vielleicht, wenn wir Glück haben, werden die Navisos einnehmen und dann haben wir einen Grund, Navisos einzunehmen. Und ich will mal hier rüber scouten. Wie es da aussieht. Also hier ist Etruskische Liga, was sehr interessant ist. Weil die Etrusker wurden ja von den Römern sehr früh vernichtet. Naja, okay. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Hab ich schon gesagt. Ich weiß. Bye.